Also, zunächst mal die neoliberale globale Unordnung. Ich denke, da gibt es vieles, worüber Konsens besteht, was eine neue Politik angehen würde. Für mich ist der frustrierendste Teil und auch der schwierigste Teil oder vielleicht der Teil, der am klarsten eine totale Revolution erfordert, sozusagen, wie das ja auch schon in den letzten Tagen anklang, die Tatsache, dass wir globales Kapital, globale Ökologie, globale Pandemie haben. Und all das, all dem müssen wir begegnen mit den Beschränkungen nationaler Politik. Ganz klassisch. Also sprich, der einzige Ort, an dem wir wirklich Macht haben, wo wir nicht etwas neu erschaffen müssen, ist auf nationaler Ebene, wenn wir da überhaupt die entsprechende Macht haben. Und das bedeutet, dass keines dieser Probleme sich innerhalb der alten politischen Strukturen wird lösen lassen. Also nicht nur die ungleichen politischen Strukturen, sondern die reine Struktur nationale Souveränität an sich. Und das ist etwas, wo ich versuchen werde aufzuzeigen, dass da etwas getan wird, dass daran gearbeitet wird und wurde und dass wir vielleicht weiter sind auf dem Weg hin zu einer neuen politischen Kultur als im Moment der Verzweiflung, wie wir sie gerade fühlen oder erfahren. Wenn es also stimmt, dass nationale Populationen die Kontrolle verlieren, nicht nur über das Kapital, sondern auch über die sozialen Zusagen, die sozialen Verpflichtungen ihrer Regierungen, dann ist es unter diesen Bedingungen so, dass Politiker dann sich schnell an Nationalismus wenden, in dem Versuch, die wirklichen strukturellen Ungleichheiten abzulenken, indem sie eine exklusive, rassistische, anti-immigrantengerichtete Reaktion der Innenpolitik herausfordern und damit die globale Solidarität unterminieren, die die Widerstandsbewegungen erreicht haben. Was das für den globalen Kapitalismus bedeutet? Das hier ist Pikettys Darstellung. Das sind die angelsächsischen Länder, aber hier auch die Schwellenländer. Und der Punkt dabei, wir können nicht immer über globalen Norden und Süden reden, was Einkommensungleichheiten angeht oder in Bezug auf die ungeheuren Ungleichheiten des Kapitalismus. Wenn es einen Erfolg gibt für Demokratie global, dann ja, das Bild habe ich jetzt gerade nicht. Das Bild ist eins, das zeigt, dass es Milliardäre auch im kommunistischen China gibt, auch im globalen Süden, in Indien, auch in Nigeria und in anderen Ländern Afrikas, auch in Brasilien und anderen Ländern Südamerikas. Anders gesagt, die herrschende kapitalistische Klasse ist tatsächlich interracial, also rassentechnisch gemischt, auch kulturell gemischt und hat ein Level von Integration erreicht, das ironischerweise man als den Erfolg dieser Ziele innerhalb einer ungleichen Ordnung betrachten könnte. Piketty würde ich hier gerne nochmal ansprechen und auch Wolfgang Streeck. Ich glaube, die kamen noch nicht zu Wort oder wurden noch nicht besprochen. Pikettys Ansatz ist ja internationale partizipatorischer Sozialismus, also demokratische Teilhabe an der Definition des öffentlichen Gutes. Bei Pandemien, Klimakrise, massiver wirtschaftlicher Ungleichheit, ein redistributives Besteuerungssystem, neue institutionelle Systeme. Das ist natürlich eine politische Willenserklärung. Und angesichts eines der nationalen Wettstreite ist Streeck pessimistisch, was die Machbarkeit all dessen angeht. Und in meinem Land nun versuchen wir zu einer Art von demokratischem Sozialismus unter Biden zurückzukehren, was natürlich als eine völlig inadäquate Reaktion ist. Also es gibt hier tatsächlich eine reale Krise bei den Alternativen, wie sie sich uns gegenwärtig aufzeigen. Aber ich möchte noch eine interessante Tatsache, ein Phänomen aufzeigen bezüglich
der globalen wirtschaftlichen Systeme. Das hier ist sozusagen ein primitiver Präcomputerversuch in der Sowjetunion der Zentralisierung der wirtschaftlichen Produktion. Und wenn man diese Linien da mal weiter bis zum Ende geht, dann sieht man, dass letztlich sogar Streichhölzer da im allgemeinen Plan enthalten waren. Aber es gab natürlich auch unter Verwendung der damals primitiven Computer in Chile unter Allende den Versuch, Informationen zu zentralisieren und dann wieder zurückzugeben an die örtlichen Fabriken, Städte und so weiter. Und so sah da das Zentralkomitee aus. Man fragt sich dann also, wozu der Sozialismus in der Lage ist, angesichts der Technologien und Möglichkeiten des Computerzeitalters. Gleichzeitig müssen wir aber bedenken, und wir wissen ja auch, die Krise ist systemisch für den Kapitalismus. Aber das ist uns ja gemein. Es gibt keinen Ort, der dagegen immun wäre gegen diese Krisen. Südostasien, Finanzkrise 1997, Argentinien 98, USA 2008 und jetzt Pandemiebedingungen, globale Krise des Kapitalismus. Also nochmals, es gibt nichts am Kapitalismus, das nicht bedeuten würde, dass nicht wir alle da prekär uns wiederfinden können. Und das hier ist das Bild, was ich eben gesucht hatte, nämlich die Verteilung der Milliardäre, US-Dollar-Milliardäre weltweit. Und die Verteilung ist zwar immer noch ein bisschen ungleich, aber geografisch können wir da doch keine Unterscheidung mehr treffen zwischen denen, die etwas haben und denen, die nichts haben. Das ist ein anders gelagertes Problem, könnte man sagen. Für die Mehrheit von uns und auch diejenigen, denen es gut geht, aber die doch unter prekären Bedingungen leben, die einfach auf der falschen Seite des Kapitalismus sich wiederfinden. Und das läuft auf diesen brillanten Slogan auf aus der Occupy Wall Street Bewegung. Wir sind die 99%. Hätte man gesagt, 99% wäre übertrieben, aber 99%, ja, das sticht so ein kleines Loch in die Vorstellung, das Konzept der Universalität. Also allumfassend ist das alles nicht. Das hier habe ich, oder in einem Aufsatz und in meinem Buch vielmehr aus dem Jahr 2000, habe ich einen Vergleich angestellt, Modernität im Westen und Modernität in der Sowjetunion. Und die tatsächliche Tragödie zu der Zeit lag darin, dass diese Konflation von Geschichte als Fortschritt mit einem wirtschaftlichen System der Modernität einherging Richtung Industrialisierung, vor allem Schwerindustrie. Also diese Stahlfabriken in Russland beispielsweise wurden gebaut mit Hilfe von arbeitslosen US-Architekten, die keine Arbeit hatten, weil da gerade die große Depression zugeschlagen hatte in den 1930er Jahren. Und in der Sowjetunion ging es da bergauf. Das heißt, sie haben in der Sowjetunion letztlich die Modernisierungsmodelle des Westens nachgebaut. Hier der Hoover-Damm wurde 1936 fertiggestellt und hier der Versuch, Wasserkraftwerke auch in der Sowjetunion zu bauen. Und das, was ich dabei wirklich beklage, ist, Kapitalismus lässt sich wirklich begreifen als eine Nachbildung der wirklich ökologisch destruktiven Vorgehensweise des Westens. Auch wenn Menschen wie Malnikow beispielsweise sich sowas hier vorgestellt haben, eine Solar-Pavillon-Stadt, in der die Energie über Sonnenenergie kam. Und das, finde ich, ist das wirklich Tragische am 20. Jahrhundert und der traditionellen Vorstellung von Revolution, wie sie aus Marx und der Moderne selbst kommen. Und jetzt eine Stadt hier wie Brasilia,
in Brasilien natürlich. Eine wunderschöne Stadt, die Traumwelt der Modernität auf vielerlei Ebenen. Und Brasilien hat die ja innerhalb von 5 Jahren, glaube ich, erbaut. Das war ein 5-Jahres-Plan. Ganz außergewöhnlich als Fantasie der Moderne. Aber 2016 ist das hier Guanabara Bay in Rio de Janeiro, wo die Olympischen Spiele stattfinden sollten oder stattfanden. Und hier ist die Wasserverschmutzung völlig klar zu sehen. Aber ich muss da gar nicht bis Brasilien gehen, da könnte ich jeden Strand weltweit zeigen. Und das hier ist uns allen klar, diese Krise, diese Gefahr macht uns oder lässt uns gewahr werden, dass politischer Wille erforderlich ist, dass wir noch eine Revolution brauchen. Die Idee der Revolution, wie übersteht sie aber die Modernität? Das ist hier meine Frage. Ich glaube nicht, dass diese wunderbaren Worte, ich weiß jetzt nicht, ob die immer noch an der Humboldt-Universität stehen, aber in den vergangenen Tagen habe ich doch mehrfach gehört, was wir hier vor uns haben. Das ist nicht nur eine theoretische Analyse, sondern eine Handlungsweise. Und da kommt es eben wieder auf den Willen an, den Wunsch, etwas zu tun. Es bleibt aber eben immer die Frage von Lenin, was tun? Wenn wir jetzt versuchen zu überlegen, was tun, dann haben wir es nicht mit einer moralischen Frage zu tun, sondern mit einer praktischen Frage. Und andererseits sollten wir aber auch keine Angst davor haben, uns in den Bereich der Moralität, der Moral zu begeben. Und ich bin es eigentlich ziemlich satt, dass wir nur beklagen, wie schlimm es wäre und nicht, was wir lernen können. Wir haben aber durchaus etwas gelernt im 20. Jahrhundert. Hier sind verschiedene Dinge, auf die wir uns, glaube ich, einigen können, was schiefgegangen ist mit dem alten Gedanken der Revolution. Zum einen, dass die marxistischen Revolutionen nicht in fortgeschrittenen Volkswirtschaften geschehen sind, sondern eher in Russland oder China oder Kuba. Das heißt, es gibt keine Blaupause der Geschichte, keine Entwicklungsstadien, es liegt weiter vorne, keiner weiter dahinten. Es gibt keine Metaphysik der Geschichte, keine Unvermeidbarkeit der Revolution, die die Diktatur des Proletariats oder der Partei rechtfertigen. Das sind Lektionen, die hier zu lernen sind. Als Konsequenz darauf erscheint mir, dass bei unseren Handlungen Versuche, Experimente in der politischen Kultur den Gedanken der Partei als Avantgarde ersetzen sollten. Keiner weiß ja, was wir tatsächlich tun sollten. Und das war auch wichtig in dem, was bei Maria 2.0 diskutiert wurde und der Hilfe für die Flüchtlingslager. Es ist sehr wichtig, dass sich die Menschen im Lager engagieren können bei der Frage, was zu tun ist. Das kann nicht die Partei entscheiden. Das muss das Ergebnis eines Dialogs sein. Und Respekt, das Zuhören gegenüber dem anderen und die Würde dessen, was sie zu sagen haben. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass statt dass der Ort Flüchtlingslager diese Unort ist, zu dem niemand gehört, es könnte auch ein Ort der politischen Kultur sein. Nämlich, sobald man eben zuhört, was sie brauchen, wenn sie sich organisieren, ihre eigenen Lösungen für die anliegenden Probleme zu finden. Wir wissen auch, dass die geschichtliche Entwicklung nicht automatisch Fortschritte bedeutet. Das ist aus meiner Sicht einer der am schwierigsten aufzugebenden Mythen.
Wenn wir das aufgeben, das ist schon sehr tiefgreifend und eine der Phasen, die wichtig geworden ist für die Bewegungen des 20. Jahrhunderts, ist die Aussage von Benjamin, dass Marx gesagt hat, Revolutionen wären die Lokomotiven der Geschichte. Vielleicht ist es andersherum. Das Reichen der Menschheit nach der Notbremse. Und dieses Bild der Notbremse, das wurde ja immer wieder 2011, 2012 und danach bei den Demonstrationen gebraucht. Das ist sehr profund und das merke ich immer wieder, wenn ich die modernen Denker lehre oder wenn ich selbst in modern denke, denn die Geschichte ist der Mythos der Modernität. Denn man geht davon aus, das Matriarchat ersetzt wurde durch das Patriarchat, primitive Gesellschaften entwickelte, dass die westliche Gesellschaft historisch fortgeschritten ist und dass die moderne, traditionelle Gesellschaft ersetzt. Es ist sehr schwierig, das aufzugeben. Es ist schwierig, das im Sinne unterschiedlicher Temporalität zu betrachten, existenziell zu betrachten, statt deskriptiv nur die Zeit zu sehen, historisch gesehen. Ich habe an einem neuen Projekt gearbeitet, wo ich festgestellt habe, jedes Mal, wenn ich das Wort Geschichte verwende, führe ich in die Diskussion auch einen Gedanken des Fortschritts ein, wo die Fakten aus der Vergangenheit in vertikalen Scheiben der Geschichte vor uns liegen, die zu bestimmten Gruppen gehören und diese bestimmten Gruppen oder Identitäten bewegen sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit hin zu einer Zukunft, die gesehen wird als Fortschritt. Das bedeutet, dass wir davon ausgehen, dass diejenigen, die vorne sind, dann auch gewinnen, was eben häufig dann nicht der Fall ist. Deswegen finde ich diesen Satz von Benjamin, der immer wieder auftaucht, eins der entstelltesten Zitate in der Geschichte der Politik. Wer könnte also heute der Agent der revolutionären Veränderung sein? Und hier gegen Lukács, die Arbeiterklasse ist nicht das Subjekt-Objekt der Geschichte. Wir können aber auch sagen, es gibt keine Haupt- und Nebenwidersprüche. Wie das Marx betrachten würde, Fragen wie die Fragestellungen des Feminismus oder Antirassismus, er würde das einfach als Nebenwidersprüche in der Auseinandersetzung zwischen Arbeiterklasse und Kapitalistenklasse sehen. Das revolutionäre Kollektiv ist nicht die Universalisierung einer Abstraktion. Es wird angenommen, dass es Gruppen gibt, in denen jeder gleich ist, weil sie in die abstrakte Kategorie gesteckt werden, eine bestimmte Identität. Hier sehen wir aber ein enormes Aufleuchten von Bewegungen auf der Straße von unterschiedlichen Gruppen. Das sind nur einige. Man könnte da ja immer weiter suchen und weitere Bilder finden, die ich Ihnen hier zeigen könnte. Das erinnert mich aber, dass wir doch viel gemeinsam haben. Wir arbeiten hin auf gemeinsame Ziele. Auch wenn es keine uniforme revolutionäre Klasse gibt. Und hier halte ich natürlich inne, nämlich dass die Revolution feministisch sein wird oder nicht sein wird. Das halte ich für ein Gründungsprinzip jeder zukünftigen Revolution. Aber das hier sind Bewegungen, die sich spontan
evident machen an so vielen Orten weltweit, dass wir nicht mehr hier davon sprechen können, dass es hier eine Unterscheidung Nord-Süd oder Ost-West geben würde. Das ist extrem breit aufgestellt. Wir können also sagen, das revolutionäre Kollektiv ist bereits plural. Hier Street Art nach den Gezi-Park-Demonstrationen in Istanbul. Ich hoffe, das gibt's noch. Das ist doch sehr schön. Jetzt möchte ich dazu kommen, wie diese unterschiedlichen Manifestationen eines gemeinsamen politischen Willens zusammenkommen. Also translokale Solidaritäten, die eine Bedeutungskette über Nationen produzieren können, neue Intersubjektivitäten schaffen. Denn die Bilder, die ich Ihnen gezeigt habe, die passen ja nicht in die Grenzen oder Scheidungen epistemiologischer Kategorien oder auch politischer Kategorien. Und da gab es auch nicht genug 2011, aber das war ein Anfang, als eine Bewegung in Ägypten, also die wunderbaren Demonstrationen vom Tahrirplatz, Solidarität auch mit jungen Menschen in Madison, Wisconsin brachten. Oder hier Solidarität zwischen Dublin und Istanbul gegen den Faschismus, wie er sich in diesem Land manifestiert hat. Oder hier, wir sind alle Griechen, das sind New Yorker. Sie können ja immer nach New York schauen, um die multikulturelle Notwendigkeit einer politischen Bewegung zu sehen. Hier stehen Sie also an der Seite von Athen, als es unter der Austerität Nordeuropas zu leiden hatte. Und darauf wollte ich hinweisen. Und hier zu Beginn des Black Lives Matter Movements, der Black Lives Matter Bewegung, stand die Solidarität, die auch vom palästinensischen Volk geleistet wurde. Hier auf dem Poster heißt es, die Palästinenser wissen, was es bedeutet, wenn man unbewaffnet wegen seiner Ethnizität beschossen wird. Oder hier Angela Davis. Denn es ist wichtig, sie schreibt hier, ich weiß nicht, wie die Bewegung für Black Lives sich entwickelt hätte, wenn es nicht die Tatsache gegeben hätte, dass die palästinensischen Aktivisten sofort ihre Solidarität angeboten haben und ganz vorne waren in einer internationalen Solidaritätsbewegung, die weiter die Menschen in diesem Land ermutigt hat, sich gegen die Polizei zu stellen. Ich meine damit, wir müssen füreinander sichtbar sein hier. Tiananmenplatz 1989 und heute Morgen wurde ja davon gesprochen, wie viele Afrikaner heute nach China blicken, wegen Universitätsausbildungen, wegen anderer verschiedener Formen der Hilfe. Da bleibt ein großes Fragezeichen. Jetzt die Schaffung einer planetaren Politik. Ich würde diesen Begriff nicht verwenden, aber planetare Politik, dem kann ich vielleicht doch zustimmen. Also nicht universal, sondern planetar. Ich denke, bei planetar haben wir die Betonung dort, wo sie sein sollte. Und hier kann man wirklich sagen, es kommt auf Zahlen an und das werde ich schnell durchgehen. Mir ist gerade signalisiert worden, dass ich nicht schnell genug bin. Ich möchte es nur daran erinnern, an die massiven Demonstrationen, die es gegeben hat. Gezi Park hier, Rio, der Maidan, der Marsch zum Internationalen Frauentag 2017 in Washington.
Das erinnert uns, dass das alles 2003 begann, am Tag, am 15. Februar. Da gab es die ersten wirklich globalen Proteste gegen die bevorstehende Invasion des Irak. Das war in einer Vielzahl von Städten. Und diese neue Technologie hier wurde eingesetzt, um Bilder hochzuladen. Das war alles von dieser Bewegung. Das waren ja auch Experimente mit dieser neuen Technologie, um eine planetare Politik zu erreichen. Das war noch nicht erfolgreich. Eher im Gegenteil, der Krieg, der von Bush begonnen wurde, das war nach diesen Demonstrationen und der sucht uns heute noch heim. Wir können also nicht sagen, dass das jetzt eine politische Waffe ist, die sich einsetzen lässt. Ich meine aber, es gibt eine Entwicklung einer neuen Politik mit neuer Technologie, die vielleicht länger dauert, als wir mit revolutionärer Ungeduld das mögen. Ein sehr kluger Mann, der Vater von Jeremy Raskin, der im Fernsehen war wegen der Impeachment-Prozesse hier. Mark Raskin hat zu mir immer gesagt, revolutionäre Geduld, die brauchen wir. Noch eins zur revolutionären Gewalt. Da sollte es keine Fetischisierung geben der revolutionären Gewalt. Mir geht es einfach so, das tut mir leid, ich glaube nicht. Ich hatte ein anderes Bild von Frauen in Israel, in den Streitkräften. Ich glaube nicht, dass die Gleichheit und in der Fähigkeit, den Feind umzubringen, die Lösung ist. Es sollte auch keine Fetischierung des Gesetzes geben. Ich finde das hier von Martin Luther King, vergessen wir nie, dass alles, was in Deutschland gemacht wurde, legal war. Hier auch noch etwas im guten Stil der Frankfurter Schule wird das hier negativ ausgedrückt. Kein Mensch ist illegal. Das hat sich zunächst auf den Holocaust bezogen und wurde dann von diesem Einwanderungsjuristen aufgenommen bei seinen Aussagen über die Einwanderung von Muslims, die auf verschiedene Art in die USA kommen, hier in New York am Kennedy Airport. Man ging hier sofort raus mit diesen Schildern. Kein Mensch ist illegal. Und dann ging dieses Schild viral auf doch eigentlich wirklich wunderbare Art. Ich meine, was ich hier versuche auszusagen, wenn wir eine gewisse revolutionäre Geduld haben, ist ein Ende der Demokratie zu verhindern, indem man klar macht, was Demokratie bedeutet. Sichtbar bleiben, auf der Straße bleiben. Das hier ist ein Beispiel einer der erfolgreichen Revolutionen, die es vor kurzem gegeben hat. Ich überlasse das den Dolmetschern. Jetzt die Unterzeile zu übersetzen. Also es heißt hier, just fall, that's all. Also nieder mit der Regierung. Es war da noch nicht klar, ob es zu einem erfolgreichen Übergang der Macht kommen wird. Aber diese Dinge, die geschehen, Al-Bashir wurde 2019 gestürzt. Die Frage ist, sind wir jetzt in einer Situation, in der der Machtübergang dann nicht anderen die Macht gibt? Und hier Hongkong. Das findet ja immer noch statt. Die Menschen sind hier extrem mutig, denn die Unterdrückung
hielt ja ständig an, oder hier, was in Moskau geschehen ist, in Ostrussland, nicht nur in St. Petersburg oder Moskau, und hier erst vor ganz kurzem Demonstrationen gegen Putins unbegrenzte Möglichkeit, das Amt inne zu haben. Hier jetzt aus Nigeria, was sich hier global verbreitet hat, Black Lives Matter. Tut mir jetzt leid, es gibt hier nicht genügend Zeit, das alles zu lesen. Die Dolmetscher können ja auch nur meine Stimme übersetzen und nicht alles. Aber hier sehen wir eben auch wieder Sympathie, Solidaritätsdemonstrationen in Frankreich, in Köln, in Frankfurt. Und Chile. Chile, das immer noch kämpft mit Protesten gegen die Unterdrückung. Der Mut dort ist außerordentlich, außerordentlich. Er wird aber auch unterstützt von dem Gefühl, dass es sich wirklich um eine planetenweite, planetare Bewegung handelt. Es gibt natürlich die Gefahren der Reaktion. Ein Massaker in Ägypten gab es, bei dem fast 1000 Demonstranten ihr Leben verloren haben. Und das hier, auf das möchte ich hinweisen. Said, Sie sind ja auch auf dem Podium. Und man kann nicht vergessen, dass die Demonstrationen in Syrien nach 2011 in Ägypten, diese wunderbaren Demonstrationen, außerordentliche Demonstrationen in Damaskus in Syrien, dass die dann zu dieser Art der Zerstörung geführt haben, als die Regierung so hart zurückgeschlagen hat. Das sind hier Standbilder. Und darauf möchte ich auch eingehen. Wir haben ja so viel an mangelndem Erfolg, weil der Staat immer noch extrem mächtig ist. Und nicht nur das. Das ist auch ein Stellvertreterkrieg, eine Art Outsourcing. Das sehen wir ja bei ganz verschiedenen Krisen. Minsk ist ein weiteres Beispiel, wo eine fantastische Demonstration niedergeschlagen wurde. Und eingehen möchte ich noch darauf, wie wir die Solidarität, den politischen Willen, den Enthusiasmus für den Wandel am Leben erhalten können, angesichts der enormen Repression, der sich diejenigen, die auf der Straße kämpfen, immer ausgesetzt fühlen. Können mir jemand sagen, wie viel Zeit ich noch habe? Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben. Ich kann das hier jetzt gar nicht schließen. Ich versuche das jetzt noch kurz zum Abschluss zu bringen. Frage, wie viel Zeit haben wir denn noch? Können Sie mir vielleicht mit den Fingern signalisieren? Ach gut, die Zeit ist schon vorbei. Dann Dankeschön. Dann nur noch ganz kurz die Bilder, um zu sagen, wir wissen nicht immer, was wir anschauen. Das ist ja zum Teil doch gar nicht so durchsichtig. Dieses Bild zum Beispiel wird oft falsch verstanden. Ich möchte nur darauf hinweisen, es gibt eine neue ästhetische Form, die diese globale, planetare Politik unterstützt. Diese ästhetische Form, hier geht es um das Framing von inkompatiblen Frames, unerwartete Genossen zu finden. Gerne würde ich auch noch viel sprechen über diesen Film von Milo Rau, der auch zur Konferenz gehören soll. Aber vielleicht lassen wir dieses Bild noch stehen und hoffen, dass ich dann gegen Ende der Podiumsdiskussion auch Ton habe, wenn ich mich nochmal beteiligen darf. Dankeschön.